Ein Mann tötet und vergewaltigt 300 Kinder. Demnächst könnte er wieder freikommen. Und damit herzlich willkommen zur siebten Folge meiner True Crime Reihe. Mein Name ist Cebo und heute möchte ich euch von einem Fall erzählen, der wohl bald wieder überall in den Medien sein wird. Es ist der Fall der Bestie. Luis Garavito wird am 25. Januar 1957 in Kolumbien geboren. Über seine Eltern ist nicht viel bekannt. Man geht aber davon aus, dass seine Mutter eine Prostituierte war. Während seine Mutter als Prostituierte arbeitet, wird sie regelmäßig von Garavitos Vater verprügelt. Der Vater ist Alkoholiker und hat ein Gewaltproblem. Auch seine 6 Geschwister bekommen die Schläge des Vaters ständig zu spüren. Neben den Schlägen des Vaters zwingt er Garavito auch immer wieder, seiner Mutter bei der Arbeit zuzusehen. So muss er mit ansehen, wie seine Mutter Geschlechtsverkehr mit dutzenden Männern hat. Und danach vergreifen diese Männer sich auch an dem Jungen. Da seine Mutter ständig auf Drogen ist, bekommt sie das meiste davon gar nicht erst mit. Garavito war zu diesem Zeitpunkt erst 7 Jahre alt. Nachdem er die Taten des Vaters nicht mehr ertragen konnte, lief er von zu Hause weg und lebte fortan auf der Straße. Er musste stehlen, um nicht zu verhungern, und versteckte sich vor den Behörden. Kurz nach seinem 8. Geburtstag wurde er von einem Mann auf der Straße gefunden und bei sich aufgenommen. Er sagte, dass er bei ihm schlafen könnte und auch warme Mahlzeiten bekomme er dort. Garavito nahm das Angebot dankend an und folgte dem Mann zu einem verlassenen Haus am Rande der Stadt. Der Mann hatte ganz andere Pläne mit dem 8-Jährigen. Er war ein Pädophiler auf der Suche nach einem neuen Opfer, das niemand vermissen würde. Er brachte Garavito in ein verlassenes Haus und vergewaltigte ihn dort mehrfach. Einige Tage später konnte Garavito fliehen. Wieder auf der Flucht schloss er sich einer Gang an, die ihn beschützen würde. Als Gegenleistung für den Schutz musste er Essen, Geld und Autos stehlen, welche die Gang dann an lokale Shops weiterverkaufte. Er machte sich einen Namen in der Gang und konnte schon bald eigenes Geld mit dem Diebstahl verdienen. Als er genug Geld hatte, suchte er sich auch einen angemessenen Job, um in Kolumbien nur zu überleben. Er verließ somit seine Straßengang. Kolumbien ist ein sehr armes Land, weshalb viele Menschen auf der Straße leben. Nicht allerdings Alte oder Arbeitslose, sondern Kinder machen den Hauptbestandteil der Obdachlosen in Kolumbien aus. Die Gesellschaft kümmerte sich nicht um diese Kinder, weshalb es im Jahre 1992 niemandem auffiel, dass einige Kinder von der Straße verschwanden und nie wieder auftauchten. Dahinter steckte Luis Garavito. Er war es leid, sein Leben lang am falschen Ende zu stehen. Endlich sollte er nicht mehr das Kind sein, das missbraucht wird von Erwachsenen, sondern er selbst wollte dieser Erwachsene werden. Deshalb fing er 1992 an, Kinder von der Straße zu locken. Wie es einst ihm selbst geschah, erzählte er den Kindern, dass er Geld, Arbeit oder Süßigkeiten für sie hätte. Da seine Opfer immer zwischen 6 und 16 Jahre alt waren, glaubten sie ihm und folgten ihm an abgelegene Orte, wo er ihnen die Hände zusammenband, sie danach auszog, sie folterte und vergewaltigte. In den meisten Fällen trennte er den Jungen danach auch den Kopf ab. Die Leichen entsorgte er dann in einem Massengrab, das er angelegt hatte für seine Opfer. Sie wurden später nackt, mit Bissspuren und leeren Flaschen Gleitgel gefunden. Meistens lagen auch leere Likörflaschen in der Nähe der Massengräber. Immer wieder tauchten vereinzelt Kinderleichen überall in Kolumbien auf. Die Polizei interessierte sich allerdings nicht dafür. Erst als 1997 das erste Massengrab ausgehoben wurde, begann auch die Polizei ein Auge auf diesen Fall zu werfen. Die Leichen zu identifizieren war quasi unmöglich. Dadurch, dass sie auf der Straße lebten, konnten sie anhand eines Zahnabdrucks nicht identifiziert werden. Auch Fingerabdrücke konnten nicht genommen werden, da die Überreste so zerstört und verwest waren, dass man nur noch Knochen fand. Zuerst glaubte die Polizei in Kolumbien, dass es sich um einen satanistischen Kult handle, weil auf den Leichen Kerzenwachs gefunden wurde. Allerdings wurde im Laufe der Zeit immer mehr Massengräber gefunden und immer mehr Mütter meldeten, dass ihre Söhne vermisst seien.
Dabei spielte der Ort keine Rolle. In mehreren Städten und Landkreisen tauchten immer mehr Leichen auf. Insgesamt wurden über 100 tote Jungs gefunden. Nachdem die These der Satanisten über den Haufen geworfen wurde, gingen die Ermittler davon aus, dass es sich hierbei um die Rache von Drogendealern handeln müsste, die Kinder als Schmuggler genutzt hatten und danach ihre Organe verkaufen wollten. Des Weiteren hatten die Ermittler Schwierigkeiten bei der Fahndung, da der Dschungel von Kolumbien viele dunkle und unerforschte Ecken hatte. Es war schwer, dem Mörder aufzulauern. Sie konnten zwar Spuren entdecken, die ein klares Bild darüber gaben, dass es sich um einen einzelnen Täter handelte und auch wie groß er war oder wie er ungefähr aussehen müsste anhand von DNA-Spuren. Die Polizei fand immer mehr Verbindungen, auch zu Fällen, die im Jahr 1992 auftraten. Einer der damaligen Verdächtigen war Luis Garavito. Allerdings wurde er wegen mangelnden Beweisen wieder freigelassen. So konnte die Polizei eine Liste von 25 möglichen Tätern anfertigen. Auf dieser Liste war auch der Name von Luis Garavito. Die Indizien sprachen alle dafür, dass es eine sehr hohe Chance gab, dass er der Mörder ist. Sein damaliger Wohnort stimmte exakt mit den Orten der ersten drei Morde überein. Als er damals zu den ersten Fällen befragt wurde, gab er einen neuen Wohnort an. Auch dort wurden mehrere Kinderleichen gefunden. In einem anderen Teil des Landes wurde Pedro Pachuga festgenommen. Rückstände von Honig wurden in den Likörflaschen gefunden, die in den Massengräbern lagen. Derselbe Honig, den er auch auf der Straße verkaufte. Er war außerdem vorbestraft wegen des sexuellen Missbrauchs von Kindern. Für die Behörden passte er perfekt ins Bild und sie konnten für einen kurzen Moment aufatmen, nachdem sie ihn festgenommen hatten. Obwohl Pachuga eingesperrt war, gingen die Morde weiter. Die Polizei war total überrascht davon und gestand ihren Fehler ein. Sie mussten ihre Ermittlungen überdenken, weshalb sie Hilfe von britischen Polizeimethoden bekamen. Sie durchquerten den Wald, nach Farben abgesteckt, und durchsuchten somit hunderten von Polizisten jeden Zentimeter des Waldes, bis sie etwas fanden. Erst als innerhalb einer Woche drei Kinderleichen an derselben Stelle gefunden wurde, konnte die Polizei Fortschritte machen. Bei einer der drei Leichen war eine Notiz mit einer Adresse. Diese sollte die Polizei zur Freundin von Garavito führen. Die Freundin sagte aus, dass sie Garavito seit Monaten nicht mehr gesehen hatte. Allerdings besäße sie eine Tasche, die ihm gehörte. Sie sollte darauf aufpassen. Die Polizei nahm die Tasche in Gewahrsam und fand im Inneren Fotos von jungen Kindern, Tagebucheinträge über Morde, Rechnungen und Markierungen von Gräbern. Auch eine Adresse war dort zu finden. Allerdings war das Wohnhaus verlassen. Die Polizei ging davon aus, dass Garavito entweder auf Reise für seine Arbeit war oder auf der Suche nach neuen Opfern. Wenige Tage später wurde Garavito verhaftet, wegen der versuchten Vergewaltigung an einem Kind, die von einem Obdachlosen beobachtet wurde, der schnell handelte und die Polizei rief. Die Polizisten, die ihn damals festnahmen, wussten nicht, dass er woanders im Land wegen über 100 Morden gesucht wurde. So kam es dazu, dass Garavito am 22. April 1999 wegen mehrfachen Fällen der Vergewaltigung festgenommen wurde. Die Polizei befragte ihn, ob er von den Morden und Vergewaltigungen wisse. Er sagte allerdings, dass er unschuldig sei und keine Ahnung hatte. Die Medien gaben ihm den Spitznamen La Bestia, die Bestie. Auch die Ermittler glaubten, dass sie die Bestie vor sich sitzen hatten. Sie mussten es nur noch beweisen. Erst als detaillierte Beschreibungen der Morde vorgelesen wurde, brach Garavito in Tränen aus und gestand die Tat. Der Staatsanwaltschaft genügte dieses Geständnis allerdings nicht. Der ausschlaggebende Beweis war, dass er eine sehr seltene Augenkrankheit hatte, weshalb er eine speziell angefertigte Brille trug, die an einem der Tatorte gefunden wurde. Auch Hosen, Schuhe und DNA von ihm konnten an den Gräbern gefunden werden. Die Polizei wollte somit beweisen, dass nur er diese Brille hätte dort liegen lassen können. Sie schickten alle Gefangenen zu einem Sehtest, bei dem eindeutig nachgewiesen werden konnte, dass es Garavitos Brille war. Während er beim Sehtest war, nahmen die Ermittler seine DNA, um diese mit den hinterbliebenen Gegenständen vergleichen und vorlegen zu können. Garavito gestand den Mord an 140 Kindern. Angeklagt wurde er wegen des Mordes an 172 Kindern in ganz Kolumbien. In 138 der 172 Fällen konnte er eindeutig als Täter identifiziert werden und wurde auch für diese zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Er bekam 1853 Jahre und 9 Tage Gefängnis.
längste Strafe, die jemals in der Geschichte von Kolumbien ausgesprochen wurde. In Kolumbien ist es verboten, länger als 40 Jahre im Gefängnis zu sein, und da er der Polizei half, alle Leichen zu bergen, wurde seine Strafe auf 22 Jahre vermindert, endend im Jahre 2023. Und so sitzt Garavito in einem Hochsicherheitstrakt in Kolumbien, getrennt von allen anderen Gefangenen, da davon ausgegangen wird, dass er von den anderen Sträflingen direkt getötet werden würde. Bedeutet dies aber, dass Garavito in 2 Jahren das Gefängnis als freier Mann verlassen wird und somit die Chance auf weitere Morde bekommen wird? Kurz gesagt, nein. Ein weiteres Gesetz sagt, dass Straftaten gegen Kinder mit mindestens 60 Jahren Gefängnis verurteilt werden müssen und auch eine Verkürzung nicht möglich sei. Außerdem stehen da noch die restlichen Fälle an, für die er noch verklagt werden könnte. Insgesamt geht man mittlerweile davon aus, dass er 300 Kinder vergewaltigte und tötete. Die kolumbianische Bevölkerung bettelt schon seit Jahren für die Einführung der Todesstrafe in diesem speziellen Fall. Bisher ohne Erfolg. Auch wenn es keine lebenslange Haft in Kolumbien gibt, wurde die maximale Gefängniszeit auf 60 Jahren erhöht. Ein TV-Moderator interviewte Garavito vor einigen Jahren. Dort sagte er, dass seine Taten nicht so schlimm seien und er unter guter Führung im Gefängnis lebt, weshalb er davon ausgeht, bald freizukommen. Nach seiner Freilassung möchte er missbrauchten Kindern helfen. Was mit Garavito passiert, werden wir in den nächsten 2 Jahren selbst sehen. Ein Platz im Guinness-Buch der Rekorde hält er allerdings trotzdem, als den Serienmörder mit den meisten nachgewiesenen Verbrechen. Hoffen wir nur, dass er diesen Platz für immer behalten kann. Was haltet ihr von dem Fall? Wie weit hängt seine Kindheit mit seinen Taten zusammen und habt ihr Angst vor einem Freispruch? Lasst es mich in den Kommentaren oder auf Social Media wissen. Die Links dazu sind in der Beschreibung. Über ein Abo oder ein Like würde ich mich auch sehr freuen und wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn wir über weitere brutale Fälle aus der ganzen Welt sprechen. Bis dahin, bleibt gesund.